Die Jägermeister-Challenge haben der Delirius und der Zitti schon losgetreten, glaube ich. Ich finde das schön, dass wir von der Chefin das okay kriegen, dass wir unter den Tisch nicht sparen. Finde ich auch super. Da erzählt meine Frau übrigens einmal ganz gern von meinem 30. Geburtstag, an dem mir Bier per Trichter eingeflößt wurde und mir auch sehr viel Jägermeister hingestellt worden ist. Gegen deinen Willen natürlich. Ich war komplett wehrlos. Die haben mich gezwungen. Ja, und dann dementsprechend bin ich halt dann irgendwann, ich glaube noch vor Mitternacht, auf allen Vieren irgendwie affigeragelt in die Wohnung. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schon schwanger und hat sich natürlich besonders gefreut, als ich dann das ganze Bad dekoriert habe. Lecker. Und sie das Ganze dann wieder zusammenputzen hat müssen, weil ich ja nicht mehr fähig war dazu. Da kriege ich gleich richtig nur höheren Appetit. Schatz, das ist meine neue Taktik-Chat. Jetzt soll jetzt am Achim einfach lauter unappetitliche Geschichten und dann kriegt er keinen Hunger mehr. Soll ja auch unappetitliche Geschichten sein. Wir können nur ein Scheiße-Quartett spielen, das hat mir der Stefan geschenkt. Wo es dann um Konsistenz, Menge, Gestank und solche Dinge geht. Wir haben echt kein Niveau. Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar, Leute. Und deswegen fühle ich mich da so wohl. Weil ich kann mich da einfach identifizieren mit dem das, Ganzen. Deswegen hat er ja gekündigt, weil er sich so wohl fühlt. So bist du es mir sehen, Chat. Weißt du, so haben meine Mitarbeiter zu mir. Sagen wir immer, dass alles so toll ist, ja, und dann kündigen sie einfach. Darf schon mal ein bisschen traurig sein, oder? Achim, erzähl du halt am Muck vom Windeln wechseln. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Danke. Ja, ich glaube, der Muck hat schon in seinem Leben mehr Windeln gewechselt wie ich. Ja, nachdem ich mehrere Kinder habe wie du. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du nochmal nachlegen kannst, ne? Schöner Ton, oder? Kennst du den Ton? Ich hör bloß lauter Pfeifen. Kennst du das? Und außerdem glaube ich, habe einen Tinnitus auf die Augen, weil ich sehe lauter Pfeifen. Eine Frage hast du mir deswegen immer noch nicht beantwortet. Nein, kenne ich nicht. Das ist der Penninger-Zwitscherer. Ach so. Was heißt? Schon, Spezialitäten zum Zwitschern heißt das in der Werbung. Ach so. Ich glaube, ich brauche jetzt dann kurz eine kleine Bubenpause. Aber was für eine Pause? Ja, ich muss halt schnell wohin. Du musst schnell bisseln. Na, geh halt. Dann mache ich den Ton schnell aus. Erzählst du es in meinen Kartoffelsalat noch. Mach das. Aber wenn du zu weit bist, dann sagst du es mir, dann mache ich dein Mikro aus. Ja, ist gescheiter. Dass man dein Brunzer rein nicht hört. Aber Muck hat schon mehr Abstand davon. Was für ein Anstand schon wieder? Oder Abstand? Also wenn der Muck schon mehr Anstand hat, dann ist es gruselig. Okay. Du Zitti, es geht ja nicht um Vorsprung oder wie viel das man hinter nahe ist, sondern wie viel das am Schluss rauskommt dabei. Weil irgendwann schlagt dir einmal das Sättigungsgefühl zu und da kommst du einfach nicht mehr dagegen an. Das ist nämlich richtig fies Sau. Echt? Verzeih mir mal, was da vor ist. Kenn ich nicht. ich darf echt so lachen, wenn dieses Großmal hier verlieren darf. Und da hat er echt so lachen. Und ich muss ja echt sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so romantisch essen war. Wo ist eigentlich unsere Kerze? Weißt du, Marek sagt das einmal so schön, er stellt gerne eine Kerze auf den Pass, weil wenn er dann so richtig gefickt wird, dann machen wir es wenigstens romantisch. Ich bringe uns gleich eine mit, wenn ich auf den Pass war. Das finde ich gut. Wenn der Zitti seine Einhorn schon macht, das weiß doch ich nicht, Richard. Das hast doch du eingefädelt. Da geht nur ein Kilo rein, sagt der Aloshadow. Lassen wir uns mal überraschen. Apfelbaum abonniert bereits im 8. Monat. Hallo Mock. Hey, Apfelbaum, dankeschön. Merci dir. Oh, leck, der Streamcrasher kommt. Hallo, aber, Benni. Aber Deri. Schau mal, da vorne liegt der Zettel, den musst du in die Kamera halten, bitte. Wir werden ganz romantisch essen. Ah, den musst du in die Kamera halten, Benni.
Glaubst du das? Schwer, Benni. Weiter nach oben, Benni. Ich bin gleich wieder da. Machen wir mein Mikro aus, bitte. Jawohl. Mikro ist aus, Achim. Das heißt aber, das ist aber falsch geschrieben, Benni. Das heißt, Papa, du schaffst das. Das heißt, ich muss mehr machen, oder? Papa, du schaffst das! Jetzt schrei halt nicht so. Ja, dann musst du lauter blären. Wieso? Aua, das tut in die Ohren weh, Benni. Ey, ist euch was aufgefallen, Chat? Ja. Der Achim ist gegangen, ohne Nachschub zu bestellen. Oder er bestellt gerade Nachschub. Nein, weil er ein Orderment da lassen hat. Aber vielleicht sagt er das. Wie meinst du das? Vielleicht sagt er das den Köpfen. Ja, warum sagen? Also kannst du einfach tippen.